Dynamo TV wird präsentiert von Asti. Lumpi, 4 Tore bekommen, 2 Tore geführt und am Ende mit 0 Punkten fahrt ihr nach Hause. Ja, erste Halbzeit haben wir es eigentlich richtig gut gemacht. Eigentlich, glaube ich, keine Torchance zugelassen, haben gut gespielt, eigentlich auch ruhig gespielt und uns dafür auch belohnt. Wir hätten eigentlich sogar noch einen dritten machen können. Ja, und dann auf einmal werden wir eigentlich, ich denke auch mal, das war so das Ziel von Bochum, eigentlich uns darzustellen, wo wir hinspielen. Und ja, da haben wir natürlich dann haarsträubende Fehler gemacht. Dann steht es 2-2 und dann ging das Ding böse in die andere Richtung. Die erste Halbzeit sah so aus wie viele Spiele in der Saison. Ihr habt den Gegner dominiert, ihr habt da Chancen rausgespielt, ihr habt die Tore gemacht. Was ist in der zweiten Halbzeit passiert? Ja, ich denke, du hast schon gesagt, die erste Halbzeit war so, wie wir es uns wieder vorgestellt haben. Müssen meiner Meinung nach auch in der ersten Halbzeit schon nachlegen und es 3, wenn nicht sogar 4-0 machen. Die Chancen waren da. Und in der zweiten Halbzeit, waren wieder individuelle Fehler von uns, die gnadenlos bestraft wurden. Hand aufs Herz, seid ihr vielleicht ein bisschen zu locker rausgegangen aus der Halbzeitpause? Ich meine, 2-0 auswärts zur Halbzeit führen, klingt schon mal ganz gut. Ja, also ich will jetzt den Jungs da nichts unterstellen, aber davon muss man ausgehen. Wenn man die zweite Halbzeit sieht, war natürlich wieder, ja, wie auch schon in Stuttgart, Unterschied zwischen Tag und Nacht. Ja, es ist schwer, so eine Einschätzung zu sehen. Für mich war entscheidend die 2 individuellen Fehler zum 2-1 und 2-2. Und beim 3-2, dass so ein Ball mal durchrutscht, das kann immer passieren. Und sehr bitter. Ich will nicht sagen, dass es zu locker war, aber vielleicht hatte man auch nicht die Entschlossenheit, hier nachzulegen. Du hast eine richtig gute erste Halbzeit gespielt. Musst vielleicht schon 3-4-0 führen, ja, weil die Chancen dazu waren da. Und dann muss man sich durch den Kopf gelassen. Bochum hat nichts an dem Spiel verändert. Die sind in der zweiten Halbzeit genauso rausgekommen, wie sie die erste aufgehört haben. Und wir haben es nicht geschafft, dort weiter unseren Stiefel runterzuspielen. Ja, und dann müssen wir uns auch fragen, über Zweikampfverhalten, über unseren Willen. Ja, ich brauche bloß die Aktion rausnehmen, wo Bastians in die Kamera reinfliegt. Da sehe ich das Gift in den Augen. Und dann, bei uns war das wie ein Schlag ins Gesicht. Wir sagen nach einer Halbzeitpause kein frühes Gegentor. Ja, was passiert? Frühes Gegentor. 45 Sekunden später fällt das 2-2. Das muss man sich mal im Kopf durchgehen. Also wie kann das passieren? Kommen wir dann mit dem Druck nicht mehr klar? Ja, wo ist unsere Leichtigkeit hin? Haben wir Angst, Fehler zu machen? Das sind aber alles Sachen, die haben wir in der Kabine gesprochen. Ja? Und da gibt es die Frage, die man sich stellen muss, wo sind denn unsere Abläufe hin, die uns bis zu dem Braunschweig-Spiel so stark gemacht haben? Die sind wie verflogen. Die, wohin auch immer, das ist mir echt ein Rätsel. 3 Spiele bleiben noch. Wie kriegt ihr die Kurve wieder? Wie rappelt ihr euch jetzt auf und motiviert euch jetzt nochmal? Ja, wir müssen so wie die Woche konzentriert weiterarbeiten und den Schwung aus der ersten Halbzeit mitnehmen in die nächste Trainingswoche. Und ich hoffe und glaube auch dran an die Jungs, dass wir das gemeinsam schaffen, mal wieder 2 gute Halbzeiten zu spielen. Ja, es gibt immer noch 9 Punkte zu holen. Ja, es geht ja auch noch um Platz 5, ja, was wir gesagt haben. Den wollen wir auch festigen. Ja, wir können uns jetzt nicht hier die letzten 5-6 Spiele so präsentieren. Klar ist das eine überragende Saison gewesen. Aber ich habe das schon in Fürth gesagt. Ja, klar, so weiterspielen, das geht nicht. Und wir müssen unseren Fans was zurückgeben. Das ist da völlig normal. Aber zwischen machen und dann auf dem Platz oder zwischen sagen und das auf dem Platz zeigen, das ist nochmal ein Riesenunterschied. Danke.